und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Endlich ist sie da, die Frühlingsbox 2020. Fünf Wochen später, was? Fünf Wochen später? Nein. Zwei Wochen später als üblich, dank Corona. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Naja, egal. Jetzt ist sie da und wir hoffen mal, dass sie dann auch vollständig ist. Und ich hab's geschafft. Jubelt mir zu. Ich hab's geschafft, mich nicht spoilern. Spoilern. Da kommt der Hechel wieder raus. Mich spoilern zu lassen. Bis auf die drei Spoiler, die sowieso immer auf Instagram gepostet werden. Also ich habe keine Ahnung, was drin ist. Also diese drei besagten Sachen und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal zusammen rein. Diesmal ein Garten-Dschungel-Thema und ich liebe diese Farben. Ich liebe sie. Und sie ist diesmal sehr breit. Und aufgrund des einen Spoilers weiß ich, dass das jetzt so eine Einheitsgröße hier ist. Da XS und bis M. Und dann kommt wahrscheinlich die nächste größere, weil ja mehrere Leute und so tragen können. Und keine Ahnung, was ich da rede. Egal, wir gucken rein. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Was ist das? Was ist das? What the? Das ist kein Rucksack, oder? Das ist doch jetzt kein Rucksack. Knirsch, knirsch, knatter, knacker. Knacker, knacker, what the fuck? Ach nein, Mambo, Moment, ein Rucksack, Alter. Das ist ein Kimono, was ist das? Oi, da kommt wieder das Schmigeule Lego Miro. Ach, die haben da Pappe reingelegt. Ich denke mir so, warum ist das so fest? Das ist ein Rucksack oder so. Oh mein Gott, der fühlt sich ja so toll an. Oh mein Gott. Ein Kimono. Tschüss. Hallo. Tschüss, hallo. Tschüss, hallo. Nein. Ein Kimono. Und der Geruch erschlägt mich. Aber das fühlt sich mega gut an. Irgendwie hatte ich gehofft, da wäre mehr Rosa drinne, aber das ist mehr Beige. Aber nicht schlimm. Nene liebt das Grün. Egal, geil für den Sommer. Yeah! Ich würde es jetzt anprobieren, aber wenn ich mich jetzt viel bewege, dann werde ich unscharf in dieser Kamera, weil kein Autofokus und so, ne? So, gucken wir weiter. Ja, die Vinylfigur habe ich auch schon im Spoiler gesehen. Oh mein Gott! Die ist auch größer als sonst und die war schon geöffnet. Warum? Warum? Warum einfach nein? Wir packen sie zusammen aus. Ein Vinyl-Toy ist es diesmal. Houseplant-Pushin. Houseplant-Pushin. Ja, er guckt schon so entgeistert. Weiß nicht. Aber mein Gott, wie süß. Pushin im Blumentopf. Hallo? Wie süß ist das denn? Dann schippt sie die Erde raus, weißt du? Um dich zu ärgern. Oh mein Gott, die ist voll süß. Und wieso hat die schwarze Flecken da und da? Das ist nicht so schön. Aber das ist voll cool. So in der Art eine Vinylfigur gab es tatsächlich noch gar nicht. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich richtig nice. Hey. Chemiekeule und so. So. Ach so, das ist übrigens der Bindegürtel vom Kimono. der dritte, das was ich schon wusste, ist natürlich die Glasflasche. Und die ist heil angekommen. Ich hatte Angst, dass die kaputt geht. Also das kann man als Trinkgefäß oder als Gefäß für Tee benutzen. Also geht beides. Janine, mach's doch jetzt kaputt. Hm? Oh, die ist ja echt aus Glas. Der Klangtest mit Holzimitat. Oh, ist das süß. Ach, und dann kann man das nicht rausheben, weil ich zu dumm dafür bin. Und weil es sich wahrscheinlich verkeilt hat gerade. Also, eigentlich soll man das doch rauskriegen. Wieso kriege ich das nicht raus? Ich habe eben gerade schon gedreht, aber das geht. Nein, ich lasse es lieber. Ich probiere es später abzukriegen. Aber voll schön. Und ich habe mich gefreut, weil ich liebe Trinkflaschen von Pushin. Und ich hätte eh noch eine gebraucht. Yeah! Ja, voll schön. Und wieder keine Plüschtrinne. So, ab jetzt weiß ich nicht, was drin ist. Oh ja, die Karte. Die geknickt ist. Wieso? Sprout?
War aus Sprout. Nina kann kein Englisch, wisst. Sprout, ich zeige euch jetzt, was da hinten drauf ist, weil ich sehe es nämlich nicht. Ich will mich auch nicht. Spoiler lassen, geh. Aber voll süß. Okay, guck mal. Das war ja auch schon auf. Was soll das? Wieso ist das auf? War da ein Nagetier dran oder was? Was ist das? Ein Teller. Ein Incense-Holder-Dish. Was ist ein Incense-Holder-Dish? Ich habe keine Ahnung. Ach so, für Seife. Ein Seifenhalter oder was? Okay, warte, warte, das ist für Tee oder für Teebeutel zum Drauflegen? Er macht gerade nur so. Okay, ich guck doch auf die Karte, sehr gut. Warte, pass auf. Pass auf jetzt. Es ist halt einfach nur was, wo... Er macht irgendwelche... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was es sein soll, was er von mir will. Egal, hol der dich. Sonst wird dieses Video endlos lang und dann wird es noch peinlicher, glaube ich. Ich bin jetzt leise. mal wieder ein Notepad. Okay, ein Notepad. I feel like this because, weil ich mich halt... Oh Gott, da kann ich nur negative Sachen eintragen momentan, weil das Studio macht mich nämlich fertig, wollte ich jetzt nur mal so sagen. Ich glaube, ich trage da lieber nichts ein. Ja, ein Notepad. Juhu. Okay, gucken wir weiter. Ein Mini-Wall-Tapestry. Ja. Okay. Ein Sonnenschutz nehme ich mal an. Ja, scheinbar ein Sonnenschutz. Hallo Sonnenschutz. Was muffelt? Was muffelt? Irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt was. Ja, ein Brett zur Unterlage mit Buschen drauf. Da kannst du schön Deko machen. Ich stelle es mir hier hin, weil halt, ne? Aber jetzt mal ohne Mist, es fehlt was. Es fehlt was. Es fehlt, ja, das Cozy Up to this Heating Pad and Warm Yourself Up. Ein Kirschkernkissen fehlt. Nice. Also ich habe schon von einer Bekannten gehört, dass bei ihr auch was fehlt. Und dachte, okay, ich hoffe, es ist nur ein einzelner Fall. Aber nein, es fehlt tatsächlich was. Also die haben vielleicht generell einfach vergessen, das reinzupacken im Prozess. Und jetzt hat man den vollen Preis bezahlt und kriegt nicht alles und hat länger gewartet. Und kalter Flight, bitte mach das nicht. Das ist für Leute aus den europäischen Ländern echt bitter. Bitte nicht mehr machen. Böse. Böse Kalterfly. Böse. Ganz böse. Ja, ich zeig's auch hier nochmal. Also hier dieses Kissen da, das da fehlt. Und ich habe mich schon gewundert, irgendwer auf eBay Kleinanzeigen hatte eine Anzeige reingestellt. Ich suche dieses Kissen. Also es scheint wirklich viele betroffen zu haben und wahrscheinlich ist es auch bei echt vielen einfach nicht drin gewesen. Aber das ist scheiße. Piep, piep, piep. Das ist echt scheiße. Ich muss auch sagen, dass mich die Box ein bisschen enttäuscht, so mit dem Inhalt. Also der Kimono, die Glasflasche und ja, vielleicht auch das Brett, das ist eigentlich schon, und die Vinylfigur ist auf jeden Fall cool. Aber das Kissen ist auf jeden Fall noch mal cooler als das Notepad oder dieser komische Sonnenschutz. Wäre nice gewesen, wenn das drinne gewesen wäre. Kalter Fleib. Böse, kalter Fleib. Und ja, dann werde ich mich an Kalter Fleib wenden oder an Pushing Box mal sehen. Und dann mal sehen, was da rauskommt. Und dann war es das auch schon. Alles aller. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen und...
Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao! Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine.